So, willkommen bei Vaginates. Und heute mache ich euch mal das FAQ-Antwort-Video, endlich lang ersehnt. Und wir haben das jetzt in zwei Teile gemacht, also einmal ein Chucky-Video und einmal ein Bunny-Video. So, und heute kommt es von mir erstmal. Und wir haben hier 14 Fragen, die gehe ich durch und hoffe, dass ich euch die schön beantworten kann. Also, erste Frage: Was hilft gegen brüchige und splittige Nägel? So, also ihr müsst sie auf jeden Fall immer schön feilen. Jeden zweiten Tag am besten oder wenn es geht noch öfter. Aber jetzt nicht dreimal am Tag feilen oder so. Also ungefähr jeden zweiten Tag feilen. Und zwar nicht nur waagrecht, sondern auch senkrecht wieder runter. Das heißt, das, was ihr hochgefeilt habt, das müsst ihr auch wieder runterfeilen. Wenn ihr also oben noch eine Schicht habt, müsst ihr sie wieder glatt machen, weil dann versiegelt ihr das praktisch. Und das gibt dann eine schöne glatte Kante und dann spalten sie sich nicht mehr. Zweitens, nehmt ihr lieber teure oder günstigere Nagellacke? Wir nehmen lieber günstigere, also ich jetzt mal. Ganz einfach darum, weil ich dann das Zehnfache zahle zum Beispiel und für mich der gleiche Inhalt drin ist. Für mich gibt es da keinen Unterschied, ob er teuer oder günstiger ist, weil ich die einfach gleich finde. Auch von der Tragezeit, das ist egal. Du musst nur den richtigen Lack drüber verwenden, dann hält alles lang. Drittens, seid in eurer Schule bekannt. Ich bin nicht in der Schule bekannt und wenn dann nur bei ganz manchen Leuten. Und ich bin nämlich in meiner Klasse schon bekannt, dass ich eben den Kanal habe und dass ich diese Videos mache. Und vor allem kennen sie mich durch eben meine kleinen Künste auf den Nägeln. Das fällt ihnen schon immer auf, wenn ich was Neues dran habe. Viertens, könnt ihr auch Videos mit Kosmetik machen? Eher nein, weil wir unser Gesicht nicht auf YouTube zeigen wollen und vor allem die größeren Gurus ja hier schon Kosmetik machen, das wäre ja blöd, wenn wir dann noch hinten nachspringen würden und wir haben nicht so viel Ahnung von Kosmetik wie von Nägeln. Fünftens, Lieblingsband. Ich habe Lieblingssänger und Rapper, einmal Justin Timberlake und Rapper Eminem und FA. Mögt ihr dicke oder dünne Menschen? Ich mag schlanke Menschen. Also sie sollten nicht verhungern, aber auch nicht zu dick sein. Und ich bin auch so im Mittelmaß. Wie viel Nagellacke kauft ihr so im Monat? Ja, das kommt auf die Jahreszeit an. Im Sommer kaufe ich mehr, im Winter weniger. Kommt auf meine Stimmung an. Im Sommer bin ich eher besser gelaunt. Deswegen mehr Nagellacke. Und dann mag ich auch lieber kräftigere Farben und warme Farben, so wie Orange, Gelb und so Sachen. Oder Mintgrün. Ja. Eher was Ausgefalleneres dann. Also kaufe ich dann so. Also im Moment gerade 2 bis 3, weil das Wetter noch nicht so gut ist. Also hängt vom Wetter ab. Dann, wer ist euer Liebling bei DSDS? Ja, DSDS ist ja jetzt schon fast rum. Aber es war auf jeden Fall immer Pietro. Der hat ja auch gewonnen. Was ist eure Lieblingssendung? Ich gucke ja an Scrubs, die Anfänger, diese Ärzte-Serie. Dann Still Standing. Ja, so Sachen wie Familien im Brennpunkt schaue ich manchmal an, wenn mir langweilig ist. Also Ärzte-Serien und so Sachen. Und Sitcoms. Geht ihr regelmäßig ins Kino? Ja, ich bin ein ziemlicher Filmfreak. Ich habe einen Filmkanal auch noch, der heißt Filmjunkin. Und ich sammle ja DVDs, also ins Kino gehe ich schon so einmal im Monat, wenn es geht. So, die Nägel spalten sich. Genau wie oben, schön feilen. Nicht nur waagrecht, sondern auch wieder senkrecht runter, damit sich diese Spalten nicht mehr entstehen. Und ansonsten, müsst ihr halt schauen, dass ihr irgendwas zum Nagelhärten verwendet. So, nächste Frage. Immer wenn ich mich eincreme mit Bodylotion, werden meine Nägel danach total weich und brechen total schnell. Wenn ich nichts mache, also nicht pflegen, sind sie überhaupt nicht brüchig und perfekt. Wieso? Oh ja, ich habe recherchiert. In der Bodylotion sind Weichmacher. Weichmacher machen die Nägel weich, elastisch, geschmeidig. Weich, elastisch, geschmeidig bedeutet nicht hart und somit auch leicht zerstörbar. So, das heißt, Bodylotion drauf, Nägel brechen. Ist einfach so. Weil wenn sie zu weich sind, dann knicksen die einfach ab. Das tut auch manchmal weh, wenn man zum Beispiel sich auf seine Hand abstützt. Und dann irgendwie abrollt und da knickt ein Nagel um. Das tut furchtbar weh, weil die einfach zu weich waren in dem Moment. Also, wenn du unbedingt weiter Bodylotion nehmen willst, liebe Fragestellerin,
Dann mach es einfach so, wasch dir danach deine Nägel wieder schön ab und dann nimm Nagelhärter. Dann brechen sie auch nicht mehr. Mich würde interessieren, wie ihr eure Nägel pflegt, damit sie schön lang werden. Ja, also ich benutze da nicht so viel Pflege. Ganz einfach darum, weil ich nicht finde, dass es das großartig bringt, wenn man so viel Nagelpflege benutzt, weil es manchmal die Nägel einfach überstrapaziert. Was ich mache, ist vielleicht alle 2, 3 Tage die Nägel feilen, wenn es hochkommt, damit sie schön in Form bleiben und auf meiner Länge und vor allem nicht splittern, wie ich vorhin schon sagte. Also schön gleichmäßig feilen. Dann manchmal mit Nagelöl einreiben oder einfach mit so einer Nagelcreme drüber. Und das war's dann eigentlich auch schon. Große Pflegeprodukte brauche ich dann einfach gar nicht. Ja, ich hoffe, euch haben die Fragen zufriedengestellt. Und wenn ihr jetzt auch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es bitte per Nachricht, ja? Also vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Entschuldigung für den kurzen Cutter in der Stimmenaufnahme, war meine Schuld vom Aufnehmen her. Also vielen Dank. Tschüss.